Hallihallo, und zwar zu einem ganz kurzen Video, und zwar das alte Thema, und zwar Alt F4. Man kennt es ja, viele Ragequitten gern, und viele möchten auch nicht so gerne, dass man das Spiel Ragequitten kann, denn es kann dabei zu Speicherverlust führen und sonst was. Das löst Frustration bei Spieler aus, weil er war kurz sauer, hat Alt F4 gemacht und sein ganzer Fortschritt ist weg, weil zum Beispiel nichts gespeichert worden ist, etc. Was machen wir also? Wir blockieren Alt F4. Das kann eigentlich jede herkömmliche Engine, und auch die Methode, die wir jetzt benutzen werden, um Alt F4 zu blocken, das funktioniert auch eigentlich auf jeder Applikation, außer bei iOS. Also bei den Apple-Geräten funktioniert dieser Weg, den wir jetzt benutzen, nicht, aber ansonsten funktioniert das halt. Also machen wir uns einmal, erstellen wir uns ein Script, das nennen wir einfach Alt F-Block. Ja. Dann gehen wir bei Alt F-Block rein und dann löschen wir einmal das Mono Behavior raus, denn das ist einfach nur eine normale Static Class. So, dann machen wir jetzt einfach einmal eine Methode, die statisch ist. Static Void Block Alt F. So, DF. So. Damit diese Methode auch immer geladen wird, sobald das Spiel startet, müssen wir da einmal etwas drüber hauen. Und zwar sagen wir da einfach Runtime Initialize Less Method on Load. Also on Load Method. Das bedeutet einfach nur, dass diese Methode automatisch geladen wird, sobald das Spiel auch geladen wird. So, und was machen wir da rein? Wir müssen jetzt einmal zwei Methoden schreiben, und zwar einmal eine public static und dann ein bool muss das zurückgeben, und zwar sagen wir einmal block alt, nennen wir es mal lieber um und sagen einfach cannot quit. So. Und bei cannot quit sagen wir einfach nur, der Rückgabewert ist dann return false. So, dann können wir da zum Beispiel noch einen Debug machen, einfach eine Debug-Ausgabe für die Konsole kann man dann noch raushauen, also wenn man das Spiel über die Konsole startet, so player won't kill the game oder so, keine Ahnung, the game, so. Und dann brauchen wir doch eine Methode, auch public static, um natürlich wieder dafür zu sorgen, dass man das Spiel dann auch beenden kann. Denn wenn wir das nicht mehr können, dann haben wir ein Problem. Denn ja, irgendwann wollen wir ja auch das Spiel verlassen, wenn wir dann den jeweiligen Button dafür drücken im Menü oder im Hauptmenü, dass wir das Spiel beenden möchten. Also sagen wir da einfach can quit. So, bupp. Und da sagen wir dann auch einfach Rückgabewert boolean, und da sagen wir dann return true, dass wir einfach sagen, yo, du kannst das Spiel beenden. So, jetzt machen wir beim Block Alt-F, sagen wir einfach nur Application, dot und dann want to quit. Und da sagen wir einfach plus gleich can not quit. So, can not quit. Und schon haben wir ihm von Anfang an gesagt, er kann das Spiel nicht mehr beenden. Wir müssen die Klasse nur noch abspeichern. Und dann können wir das jeweils einfach so lassen. Wir müssen das kein Objekt hinzufügen. Können wir auch so gar nicht. Ist ja nur eine normale Klasse. Aber das wird automatisch geladen. Und dann kann der Spieler das Spiel nicht mehr mit Alt F4 beenden. Aber auch auf herkömmliche Weisen nicht. Natürlich im Taskmanager geht das schon. Aber wir unterdrücken ja jetzt nur die Einflüsse in dem Spiel. Also wir unterdrücken das Alt F4. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie dafür sorgen, dass wir dann wieder auch rauskommen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel die Escape-Taste drücken oder im Menü einen Button haben oder sonstiges. Sagen wir jetzt einfach hier if input so dot any key, keine Ahnung, einfach irgendein Key, passt schon. So, und dann müssen wir einfach nur sagen, application quit. Kennt man ja schon, Application Quit, das beendet das Spiel, aber es würde jetzt nicht triggern, denn das Problem ist, wir haben ja das Want to Quit überschrieben. Also entfernen wir das einfach wieder, sagen einfach Application Want to Quit minus gleich und dann unsere Dings, also unsere Methode als Block, und zwar die Methode Can Not Quit. Das ziehen wir einfach raus, so, das machen wir einfach raus. Und dann sollte es eigentlich auch schon gehen, aber da kann es auch manchmal zu Mängeln kommen. Deswegen führen wir da einfach nochmal die Application Want to Quit und dann plus gleich Alt Block und zwar Punkt Can Quit. So, dann sollte es auch gar keine Probleme geben. Weil ich habe es jetzt schon zweimal getestet, ich habe zweimal das Spiel gerendert, deswegen ist jetzt hier auch nur das normale alte Input-System und diese wunderschöne Szene, die wir hier haben, wunderschön. So, dann habe ich das einmal durchgetestet und so funktioniert es auf jeden Fall 100% jedes Mal und dann haben wir da keine Probleme mehr.
Und so können wir dann das Spiel beenden. Wir können das hier einfach in einen Button reinmachen oder in eine extra Methode, um das Spiel zu beenden. Dann können wir da einfach eine normale Methode machen, so Void, also Public Void und dann einfach Quit Event oder sonst was, so können wir uns alles aussuchen. Aber so können wir dann das Alt F4 unterdrücken und auch dann das Spiel beenden lassen, wenn wir das wollen. Was es natürlich auch noch für Möglichkeiten gibt, ist zum Beispiel den Quit Event noch etwas hinzuzufügen. Das kann man das ist quasi genau dasselbe wie mit Wants to Quit. Da können wir dann einfach sagen Application, so Application Punkt und dann sagen wir einfach Quitting. Und das Quitting ist einfach nur das Event, was ausgeführt wird, wenn man denn das Spiel beendet. Und da können wir dann zum Beispiel mit Plus gleich, mit Plus gleich einfach zum Beispiel eine Save-Methode mit reinmachen, so dass dann das Spiel zum Beispiel immer gespeichert wird. So, dann fügen wir das einfach mit dazu, dann machen wir uns eine Save-Methode, wo dann unser Spiel gespeichert wird und so wird das Spiel immer automatisch gespeichert, wenn man das Quitting-Event aufruft, also wenn man das Spiel beendet mit Application Quit. Ja, gut, das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich hoffe, es findet Verwendung. Dann bis irgendwann. Ciao.